Hallo bei Fasten bewusst verzichten. Das letzte Mal haben wir schon einige interessante Aspekte über Fasten und Diäten gehört von Ernährungscoach Martin Rinderer. Daran möchten wir heute anknüpfen. Es gibt ja so viele Diäten und Schlankheitskuren. Kannst du uns ein paar aufzählen und was steckt dahinter? Das Klassische, wo wir auch eben so geredet haben, das letzte Mal auch schon, ist das Thema Fasten. Also Verzicht auf Nahrung, rein Flüssigkeitszuführer, Kalorienarmeflüssigkeit, Tees und. Das ist so das Klassische, was dann oft auch mit dem Religiösen eben im Zusammenhang ist. Und dort geht es vor allem darum, wenn ich sowas mache, dass ich einfach Willensstärke verzichte und so weiter. Natürlich verschwindet da Gewicht, ganz klar, wenn ich nichts esse, dann muss was weggehen. Aber was da ganz, ganz klar und deutlich ist, dass da die Jojo-Effekte absolut da sind. Also das in Bezug auf Gewichtsmanagement oder Abnehmen zu machen, ist sicher nicht der ideale Aspekt, weil man kann es auch nicht langfristig machen. Und es ist schon eine absolute Belastung für den Körper. Wenn ich das zu oft mache, ist es so sehr, sehr belastend und nicht wirklich gesundheitsförderlich. Eine ganz andere Methode sind sogenannte Crash-Diäten. Da kann man eine Reis-Diät, da kann man eine Ananas-Diät in die Flüsse lassen, wo man einfach von irgendwas Bestimmtem, einer bestimmten Lebensmittelgruppe, einfach nur das isst. Das funktioniert hundertprozentig, weil Mangel löst auch Reduktion, löst Gewichtsreduktion aus. Der Körper hat dadurch einfach einen Mangel an anderen Nährstoffen, an Energie oder was auch immer. Und dieser Mangel löst in der ersten Woche eine ganz klare und deutliche Reduktion aus. Plus das Thema Jojo haben wir auch da wieder sehr, sehr stark, weil das macht man nicht immer oder das macht man nicht langfristig. Und dann kommt es wieder zurück. Ja, stimmt auf jeden Fall. Aber man hört zurzeit ja auch so Sachen wie Metabolik, Low Fat, Low Carb. Das muss ja brutal im Trend sein. Was steckt da dahinter? Ja, man kann im Moment sagen, der Trend schlechthin oder die Schlagworte schlechthin in dem Bereich. Wenn man Metabolik hernimmt, da gibt es auch wieder diese Untergruppen und. Ist eine Art Blutgruppendiät. Und Blutgruppendiät ist auch von kommt auch eigentlich aus Amerika oder ist von einem Naturheilkundler, dem Peter Adamo, eigentlich so ins Leben gerufen oder begründet worden. Und der sieht, jede Blutgruppe braucht andere Lebensmittel. Und die Low-Geschichte, wie du schon gesehen hast, also Low-Fat, wenig Fett, Fett macht Fett, sozusagen ist das Schlagwort in dem Bereich. Da hat man schon mittlerweile ganz klare wissenschaftliche Dokumentationen, dass das nicht ganz dazu passt. Was ganz neu ist die letzten Jahre, ist die Low-Carb-Geschichte, wo man jetzt sieht, Kohlenhydrate machen dick. Da gibt es verschiedene Ableger, Atkinson-Diät, die ketogene Diät, es gibt South Beach, es gibt Montignacische Methode. Und da ist das Thema wie bei der Low Fat, es wird ein Nährstoff verteufelt. Es sind sicher gewisse Berechtigungen da, dass eine Menge Kohlenhydrate und so weiter vielleicht mal überdenken muss, aber diese Verteufelung ist meiner Meinung nach völlig überdreht. Und auch da geht es viel, viel mehr darum, über das Thema Qualität wie über das Thema Quantität zum Nachdenken. Das ist der Hauptfaktor, denke ich, wo man da ganz klar wenig kritisch in Raum stellen muss. Und was wären jetzt zusammengefasst die Hauptkritiken oder Probleme bei Diäten? Wenn man es jetzt im Gesamten zusammenfasst, ist der erste Punkt, den wir jetzt darüber geredet haben, dass es alles reine Ernährungsinterventionen sind. Da wird nur über Essen und Trinken geredet und das Thema Bewegung, weil das hängt damit Energiezufuhr. Wenn ich zu viel Energie zuführe oder zu wenig verbrauche, das gehört ja genauso dazu. Und das läuft alles da nebenher. Also es wird vielleicht bei manchen Diäten gesehen, solltest du dich noch ein kleines bewegen, aber es geht rein ums Thema Ernährung. Und das nächste Punkt ist, es geht immer ums Gewicht. Es geht rein ums Gewicht. Und das Gewicht oder Gewichtverlierer hat null Aussagekraft, ob das wirklich erfolgreich war. Weil wenn wir Gewicht verlieren, haben wir drei mögliche Komponenten. Wir können Körperfett verlieren, klar. Wir verlieren aber auch, je nachdem wie man es macht, Wasser und Muskulatur. Und bei vielen diesen Diäten oder Kuren ist die Menge an reinem Körperfett
oft sehr, sehr gering. Also es kann als Beispiel, wenn ich irgendwo 5 Kilo verliere und davor 2 Kilo Wasser und 1,5 Kilo Muskelmasse, dann blieben nicht mehr viel Körperfett übrig, 1,5 Kilo. Wenn ich jetzt aber nur 3 Kilo verliere und davor 2,5 Kilo Körperfett, ist das auf der Waage viel, viel weniger Erfolg. Aber für den Körper oder vom Aussehen her, man sieht das ja auch, ein viel, viel größerer Erfolg. Das Klassische, wenn jemand eine Diät macht, sieht er, zu jemandem Bekanntem, Gott sei Dank, ich bin froh, in 3 Wochen ist vorbei, dann kann ich wieder normal essen. Und der Satz, den kann ich schon sagen, das Projekt ist gescheitert, weil wenn ich wieder so ist wie davor, bevor ich Diät gemacht habe, dann würde ich auch wieder so wie davor und dann habe ich ganz klar einen Jojo-Effekt. Oft sogar noch mehr Gewicht wie davor, weil es hat ja einen Grund, warum wir davor zu viel Kilos gehabt haben, weil wir uns nicht optimal ernährt und bewegt haben. Der Jojo-Effekt ist an sich auch nichts Schlimmes. Der Jojo-Effekt ist eine wichtige physiologische Maßnahme vom Körper als Schutz, weil früher haben wir oft nicht genug zum Essen gehabt und der Jojo-Effekt macht nichts anderes, wie wenn er das Gefühl hat, der Körper, er kriegt zu wenig, sprich, er muss verzichten, er kriegt zu wenig Energie, es wird gehungert, dann tut der Körper anfangen, mehr speichern, als wie er freigier. Ja, wenn man sich jetzt da das Ziel gesetzt hat zum Abnehmen, wie schafft man das wirklich gesund und langfristig? Man könnte fragen, gibt es überhaupt eine Lösung für alle? So ungefähr. Und da möchte ich sagen, es geht wirklich primär darum, um mehr als wir nur Ernährung. Es geht um Bewegung genauso, es geht um Verhaltensänderung, es geht um Lebensstiländerung. Ernährung ist nur ganz ein kleiner Teil davon. Und das Thema Psyche, Regeneration. Also es braucht mehrere Säulen, wenn ich mein Gewicht verändern möchte, wenn ich gesünder werden möchte oder wenn ich abnehmen möchte. Und was so wichtig ist, es geht nicht um ein schnelles Reduzieren, sondern um ein kontrolliertes Reduzieren und lang Erhalten. Und das ist, denke ich, die große Kunst. Und das geht nicht ohne Lebensstiländerung. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Lebensstiländerung hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern das kann man, wenn man es gezielt und sinnvoll weiß, wenn man es macht und eventuell betreut, viel, viel Spaß machen und viel, viel mehr bringen, als wir davor und auch einfacher sein. Das, was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, Diäten versprechen immer, nimm ab, dann geht es dir besser. Und ich denke, wir müssen es genau umdrehen. Wir müssen anfangen, uns besser zum Leben, gesünder zum Leben, gesünder zum Werden. Und die Folge davon ist automatisch, ohne dass ich mich verkopfe, das Gewicht passt sich so an, dass es für mich am besten ist. Mein Wohlfühlgewicht, das ist eine automatische Folge von Gesundheit. Und Diäten versprechen leider genau das Umgekehrte. So, Martin, abschließend, was war oder ist deine eigene Erfahrung mit Fasten? Meine eigenen Erfahrungen, ja, da kann man vielleicht zwei Dinge primär aussehen. Das eine, Fasten mache ich immer wieder mal. Wirklich als Fasten nichts essen, einfach um mal den Körper leer zu machen. Auch hat für mich auch geistige Komponenten, Verzicht, Selbstbeherrschung, Willensstärke und so weiter. Das ist das eine. Das baue ich auch immer wieder mal im Jahr ein. Aber das andere ist, ich hoffe, ich muss mein Leben lang keine Diäten machen, weil ich mittlerweile, denke ich, sinnvolle Mischkost oder ausgewogene Ernährung, das ist so ein Schlagwort, wo jeder sieht, die ist ausgewogen. Das meine ich damit nicht, aber Ernährung mir zuführen oder ist plus Bewegung, die meinem Körper, meiner Zellen oder dem menschlichen Körper, also es betrifft ja alle anderen Menschen auch, nicht nur mich in Vorarlberg, sondern auch alle anderen, die Ernährung, die im Körper am besten tut. Und da gibt es sehr, sehr gute Richtlinien. Man muss nur wissen, wie man das genau macht. Danke Martin, dass du bei uns warst und uns einige interessante Fakten erzählt hast. So, liebe Zuseher, das war die Sendung Fasten bewusst verzichten. Wir würden aber an dem interessanten Thema dranbleiben und Ernährungscoach Martin Rinderer wird uns weiterhin noch Rede und Antwort stehen zu dem Thema.